Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ein paar Dinge für euch vorbereitet und zwar geht es heute um Umschläge. Mein letztes Video, in dem ich ein Mini-Flip-Flop-Journal Woodland Fairies auf einer Basis aus alten Umschlägen gestaltet habe, ich verlinke euch das hier nochmal, falls ihr es verpasst habt, das hat sehr viele Fragen aufgeworfen. Also ganz viele von euch haben mich in den Kommentaren oder per E-Mail oder auf Facebook gefragt, wie zum Teufel schaffst du es, dass deine Umschläge so ordentlich aufgerissen sind? Ja, meine Lieben, es ist überhaupt gar kein Geheimnis. Also nicht alle meine Umschläge schaffen es in diesem Zustand ordentlich aufgerissen zu sein. Meistens bekommt man, ja, wenn man die Umschläge aufreißt, dann sehen die irgendwie so aus. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich hier von euren Umschlägen auch. Man geht da so mit dem Finger rein und dann macht es ratsch, ratsch, ratsch. Und dann ist das Ding offen. Aber ja, der Umschlag ist halt teilweise ein bisschen zerstört. Ja, und das passiert mir natürlich ganz genauso, wie euch das irgendwie passiert. Ne? Ganz klar, die gehen einfach kaputt. Das ist was anderes. Bei dem hier genauso auch. Gleiches Prinzip. Besonders oft passiert das natürlich, wenn mein Mann die Umschläge aufmacht, weil der nimmt also gar keine Rücksicht auf die Qualität des Ergebnisses. Oder hier auch kaputt, ne? Einfach aufgerissen und kaputt. Ja, wie kann man jetzt das verhindern? Also, ich kann es nicht immer verhindern, das seht ihr. Aber auch diese Umschläge hebe ich auf, weil da sind ja immerhin noch die Fenster drin. Und diese Fenster kann man alle mal noch verwenden, auch wenn man den Umschlag an sich als Ganzes nicht mehr verwenden will oder wird. Ja, also was kann man anders machen? Statt hier mit dem Finger reinzufahren, ja, hier oben reinfahren und dann so mit roher Gewalt da irgendwie was rausfetzen. So macht man es so im Allgemeinen und dann kommt da irgendwas raus und dann sieht der Umschlag so aus. Okay, ja, toll. Fenster kann ich noch gebrauchen. Der Rest ist großteils Müll tatsächlich. Ne? Kann ich nicht mehr allzu viel damit anstellen. Aber es gibt eine Methode, wie man das verhindern kann. Ja? Nehmen wir mal an, diesen Brief hätte ich gerade gekriegt, gerade aus dem Briefkasten gezogen. Der ist zugeklebt. Ja, gut zugeklebt sogar, wie die meisten Briefe. Und wenn ich den jetzt aufmachen würde, hier so mit dieser Fingermethode, ja, dann würde der jetzt so aussehen. Möchte ich aber jetzt mal nicht, sondern ich möchte euch eine Methode zeigen, wie ihr einen solchen Brief öffnen könnt, ohne dass er überhaupt nur irgendwie beschädigt wird. Okay, also er wird natürlich geöffnet, das ist klar, aber er wird nicht an der vorgesehenen Seite geöffnet. Das sage ich euch gleich. Er wird nicht hier oben geöffnet. Könntet ihr auch machen, mache ich aber nicht. Wenn ihr ein bisschen älter seid und vielleicht im Büro gearbeitet habt, dann kennt ihr vielleicht noch Brieföffnermaschinen. Wer das nicht kennt, das sind so Maschinen, in die Behörden oder sonstige Firmen, die sehr viel Briefpost bekommen haben früher, die Briefe reingeschoben haben und die wurden dann aufgeschnitten von der Maschine. Ja? Also maschinell aufgeschnitten. So, das ist der Hintergrund. Und ich werde jetzt diesen Briefumschlag so aufschneiden, wie eine solche Briefumschlagöffnermaschine den Umschlag aufgeschnitten hat früher. So, also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, hier drin ist ein DIN A4-Blatt gefaltet und wenn ich das DIN A4-Blatt jetzt hier drauf lege, dann sieht man ja leicht, dass hier rechts und links noch Platz ist. Also das DIN A4-Blatt ist ja kleiner als dieser DIN-Langumschlag. Also hier in dem Fall ist es sogar ziemlich viel Platz. Hier haben wir über 1 Zentimeter Platz im Grunde genommen, ne? Weil dieses, das muss man ja irgendwie da reinbekommen können, das Papier. Und das ist eigentlich bei jedem Brief so. Hier drin ist jetzt auch eine DIN A4-Seite. Das ist jetzt irgendeine Mitteilung von, keine Ahnung, ist ja egal. Und den Brief möchte ich jetzt auch so öffnen. Ich möchte den öffnen an dieser Seite und ich möchte hier das geschlossene Element erhalten. Also das ist hier auf der Seite von der Seite vom Fenster alles noch geschlossen ist. Er soll hier geöffnet werden. Okay? Also nehme ich den Brief jetzt so, dass die andere Seite nach unten zeigt und stupfe den so ein paar Mal auf den Tisch auf. Ganz locker. Und dann kann ich da auch noch fühlen, ob das Papier auf die Seite gerutscht ist. Wenn das noch nicht genug gerutscht ist, dann stupft er das nochmal auf. So, dann sollte das passen. Ich kontrolliere das jetzt nicht weiter. Wenn da mehr als ein Blatt drin ist, kann man das sogar fühlen, ob es auf die Seite gerutscht ist. Das Wichtige ist jetzt, ihr schneidet mit der Schere, könnt ihr auch mit Cutter machen, aber Schere geht ja einfacher, schneidet ihr einen ganz schmalen Streifen nur ab. Wirklich nur so einen Millimeter. Ja, seht ihr? Nur so einen hauchdünnen Streifen an der Kante wegschneiden.
Das bedeutet, selbst wenn der Brief, der da drin steckt, nicht richtig an diese Seite gerutscht ist, dann verliert ihr von dem Brief nur einen Millimeter. Und das ist total egal, ob an der Seite vom Brief ein Millimeter fehlt. Das ändert überhaupt nichts an dem Brief. Denn da ist er mit Sicherheit nicht mehr bedruckt an der Stelle. So, und jetzt das Geheimnis. Der ist jetzt nämlich hier offen. Der ist jetzt hier offen. Ihr könnt jetzt den Brief rausholen. Ihr könnt den Brief auch wieder reintun. Also ja, es ist eine richtig tolle Tasche geworden jetzt. Der Briefumschlag ist offen. Es ist total sauber geschnitten. Es ist gerade. Ihr habt hier hinten nichts beschädigt. Und ihr könntet auch hier diese Seite dann später wieder zukleben. Einfach mit einem doppelten Klebeband. Hier an der Seite kann man das einfach wieder verschließen. Oder man macht einfach so ein bisschen Kleber rein. Oder man näht es zu. Ist auch noch eine Möglichkeit im Junk Journal. Ne? Geht ja auch. Kann man ja auch machen. Ja, das ist eine Methode, wie man einen Briefumschlag auf jeden Fall sauber und ordentlich öffnen kann. Man muss nicht das hier machen. Okay? So, jetzt haben wir aber trotzdem den Fall, dass das hier oft genug vorkommt, weil zum Beispiel eure Kinder oder euer Mann den Briefumschlag geöffnet haben. Und die haben halt einfach nicht die Schere genommen, sondern das einfach oben aufgerissen. Ja, was machen wir jetzt damit? So, am Stück, wie dieser hier, ist der jetzt so natürlich nicht mehr einsetzbar. Ne? Der hat sogar Knicke hier im Fenster gekriegt von der groben Behandlung. Aber auch den können wir noch weiter verwenden, weil dieses Fenster, das ist ja super, ne? Das ist ja Gold wert. Und zwar schneide ich jetzt einfach nur grob die beschädigte Seite weg. Sie ungefähr hier unterhalb von dieser Lasche, von der Klebelasche. Weil ich glaube, alles, was da drüber ist, ist irgendwie ein bisschen beschädigt. Und alles, was da drunter ist, ist okay. So, das Stück hier gebe ich jetzt wirklich ins Altpapier. Das kann weg. Und das hier bleibt jetzt übrig. Und man sieht schon, damit kann man was anstellen. Das ist erstens mal so eine Tasche. Ja, ist schon fix und fertig. Kann man was reinstecken hier. Und das ist ein sehr, sehr schönes, knisterndes Pergamentpapier. Wunderbar. Es ist alles ein bisschen dünn, weil so ein Briefumschlag ist ja recht dünn. Und damit kann man jetzt was anstellen. Man kann das als Bellyband verwenden. Tasche mit dem Fenster oben oder mit dem Fenster unten. Man kann die beiden Seiten zusammenkleben, also man kann hier ein Bild hinterkleben oder eine Trockenblume und dann alles zusammenkleben, sodass es eine Einheit bildet und es dann als Bellyband verwenden. Man kann es zusammenfalten, möglichst so, dass man rechts und links den gleichen Abstand zum Fenster hat. So. Dann kann man diesen überstehenden Rest hier entweder abschneiden oder einfach hinten kleben lassen. Dann hat man so eine Tasche hier mit Fenster drin. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Also dieses Stück mit dem Fenster ergibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und das Gleiche mache ich jetzt auch mit dem hier. Genau das Gleiche. Jetzt haben wir hier einen Umschlag mit so einem runden, mit so einer runden Verschlusslasche. Das finde ich jetzt nicht so schön, ist aber egal. Ich schneide trotzdem an der unteren Kante quasi entlang. Und dann schauen wir, wie breit das Ganze jetzt aussieht. Ja, ist auch perfekt. Schaut, kann man super verwenden. So, dann haben wir jetzt diesen Umschlag hier. Was tun wir jetzt mit dem? Das ist jetzt dieses DIN A5. Das war DIN lang, das haben wir mal geklärt. Was machen wir jetzt mit dem? Da sitzt das Fenster ja an einer anderen Stelle, also ziemlich genau in der Mitte. Und da müssen wir jetzt natürlich überlegen, was kann man jetzt damit anstellen. Natürlich können wir auch daraus wieder ein Bellyband schneiden, ist klar. Ich schneide jetzt erstmal hier wieder den oberen Rand weg. Mal gucken, an welcher Stelle. Ich lasse es mal noch ein bisschen länger stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es... Also ihr seht, ich messe da auch nichts ab. Gell? Das mache ich einfach so frei Schnauze, nach Gefühl. Ist natürlich auch schief, klar, aber das macht ja nichts. So, dieses Stückchen Lasche hier hinten, dieses angeklebte Stück, gibt dem Ganzen sogar noch ein bisschen Stabilität. Deswegen lasse ich das vermutlich stehen. Jetzt finde ich eigentlich diesen Spruch, mach mich auf, ganz witzig. Es ist nur die Frage, wie kann man das verwenden? Für was kann man das verwenden? Ich habe jetzt gerade noch keine Idee dafür, aber ich würde jetzt den Umschlag einfach so, wie er jetzt ist, aufheben
So ist er auch schön flach, ja. Mit diesen ganzen Furzeldingern da sind die Umschläge ja nicht so, fliegen die nicht so flach. Aber so liegt er natürlich wunderbar flach und ich kann ihn in meiner Umschlagschublade wunderbar aufheben. So, das Gleiche haben wir natürlich dann hier mit diesem Postumschlag. Gleiches Spielchen. Da möchte ich auch diese schwarze Linie weg haben und diesen Aufdruck. Darum schneide ich das jetzt knapp unter der Linie ab. Knapp ab, ja, das reimt sich sogar. Na, so. Wir haben diese Pocket. Dann habe ich hier noch, was habe ich denn hier noch? So, der war noch gar nicht im Umlauf. Den habe ich öffnen können. Das war schon im Umlauf, aber den habe ich einfach so öffnen können, denn da war diese Klebung nicht mehr besonders stark. Also es ist ein leicht klebrig, aber das hat nicht gehalten, deswegen konnte ich den einfach so aufmachen. Und damit das dann nicht wieder zusammenklebt, habe ich die Lasche so nach innen gesteckt. Und jetzt liegt er bei mir rum und wartet auf weitere Verwendung. Das ist so ein Umweltpapier, so ein graues. Man kann den natürlich genauso abschneiden wie diese hier, dass man hier abschneidet, aber dadurch, dass jetzt diese Briefmarken da sind, die Blumen, wollte ich das einfach mal so lassen. Okay, und dann haben wir noch diesen großen quadratischen Umschlag. Das ist ein Werbeumschlag gewesen. Haben wir genau das gleiche Spielchen. Hier ist leider das alles ziemlich stark abgerissen. Und die Werbung möchte ich da oben auch nicht haben. Deswegen schneide ich jetzt mal hier großzügig unterhalb von der Werbung das weg. So. Gut, die ist auch noch Werbung, aber das ignoriere ich jetzt mal. Hier haben wir ein sehr schönes, transparentes Fenster. Und das Ganze ist jetzt natürlich auch wunderbar schwarz. Dieses Teil inspiriert mich jetzt sofort. Ja, das inspiriert mich sofort, daraus ein Tall, Slim oder Long Slim, nein, Tall und Slim Journal zu machen. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, wenn ich jetzt falte, dann wisst ihr es bestimmt gleich. Ich falte nämlich so. So. Okay, so. Seht ihr? Dann ist hier vorne eine Tasche für irgendwas. Dann kann man das aufmachen und dann sollten hier irgendwelche Seiten reinkommen. Versteht ihr? Das ist so meine Idee, dass das quasi der Einband für ein Tall und Slim wird. Und vielleicht können wir ja diese anderen Umschläge irgendwie auch noch verwenden. Mal überlegen. Ja, so ist es natürlich zu breit. So geht es nicht, aber man kann natürlich nochmal Folgendes machen. Das hier rechts und links abschneiden. Dann ist das ja ganz offen, so. Und dann könnte so etwas tatsächlich auch eine Seite sein im Journal. Genau. Ich denke, das ist nicht schlecht. Wenn ich das hier verwende, könnte ich die Briefmarken erhalten. Auch hier schneide ich den Rand weg. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine vernünftige Sache ist, die ich da gerade treibe, aber ich will es einfach mal probieren. Passt es denn so rein? Nein, es müsste noch um einiges kürzer werden. Es passt leider jetzt nicht so gut rein, deswegen lasse ich das jetzt mal. Aber bei denen machen wir es wieder. Genau da, wo geklebt ist, schneide ich weg. Und dann habe ich wieder so etwas. So und so und so. So, jetzt ist die Frage, kann man den hier auch noch verwenden? Im Prinzip ja. Auch hier schneide ich die Klebelasche weg, oben und unten. Hoppala. So. Kommt auch weg. Und wenn ich das jetzt in die Mitte reinsetze, das funktioniert nicht so wirklich, aber ich könnte Folgendes machen. Das ist so. Mach mich auf, ja. Mach mich auf ist natürlich okay. Und ich kann dieses Teil nach innen klappen und noch ein Stück davon wegschneiden.
zu lang. Genau, das ist jetzt diese Seite, das ist diese Seite. Und wir können da tatsächlich so eine Art Pocket machen. So, ziemlich breit, vielleicht sogar ein bisschen zu breit. Ich schneide noch ein Stück davon weg. Okay, und dann nehme ich mir noch ein Locher. Da kann dann schon mal gleich ein Loch rein, weil ich will ja wissen, oder ich will ja, ja das ist jetzt, ach je, das hätte ich mir ja denken können, dass wieder nicht gescheit funktioniert. Man muss eine Pappe drunter legen oder ein dickeres Papier. Mit dem dünnen Papier kommt dieser Locher einfach nicht zurecht. Okay, macht nichts. Ist nicht schlimm. Ich sage immer, ist nicht schlimm, ist ja Junk Journaling, ne? Also, ich werde mich darüber jetzt mal nicht beschweren, dass das so ist, wie es ist. So. Jetzt habe ich da schon mehrere Sachen drin. Und jetzt gucke ich noch, ob da nicht auch noch die Hälfte raussteht. Ja, das ist schon noch ein bisschen... Da könnte man eigentlich schon noch was abschneiden. Hm? So, was da an der Ecke. So, okay. Jetzt ist die Frage, brauchen wir noch irgendwas? Sollen wir noch was reingeben? Noch einen kleineren Umschlag? Passt der vielleicht noch irgendwie dazu? Ja, der steht jetzt hinten raus, aber das macht nichts, weil wir das, was hinten raus steht, entweder wegschneiden oder aber umkleben. Zu einer Tasche. Ja, so. Okay. Ja, jetzt habe ich hier noch einen quadratischen. Der wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist von einer, ich glaube, von einer Glückwunschkarte oder so. Den werde ich einfach mal halbieren. Der ist schon zugeklebt. Wo ist der denn offen? Ist der überhaupt irgendwo offen? Ach, da. Okay. Okay. Den werden wir mal gleich auf die Hälfte klappen. So. Und dann haben wir das. Und dann haben wir das. Und dann haben wir vielleicht noch das. Das. Und das eventuell noch, um es rauszuklappen hinten. Oder wir machen das ganz nach außen. Das ist vielleicht sogar besser. Das wird hinten rausgeklappt. Im hinteren Bereich. So funktioniert es aber nicht. Das ist ein bisschen zu knapp, weil da genäht wird. Da die Signaturen sitzen. Also ihr seht, ich falte einfach und ich korrigiere mich dann auch wieder, wenn das nicht richtig ist. Und wenn das nicht richtig passt, dann mache ich das einfach nochmal neu. Denn es soll ja zum Schluss passen. Und die ganzen Fehlfaltungen, die verschwinden dann sowieso. Ja, diese Ecke, da kümmere ich mich auch später drum. Und nach innen könnten wir dann aber schon noch mal so einen reinpacken. Und das Ganze kommt dann hier rein. Ich hoffe, dass das einigermaßen da drin sitzt. Dass man da unter Umständen noch was wegschneiden muss. Wenn das erstmal angenäht ist. Also der hier macht mir immer noch am meisten Sorgen. Ja, der dürfte schon noch ein bisschen weiter rein. Nochmal so einen halben Zentimeter. So. Und vielleicht schneide ich doch nochmal was davon ab. Und mache mir nochmal ein neues Loch. Also ihr seht, ich habe keinen Plan. Das. Ich mache einfach so drauf los. So, jetzt dürfte das von der Länge her auf jeden Fall passen. Jetzt möchte ich mir das tatsächlich wieder so ein Griffloch reinmachen, aber ich brauche jetzt
irgendwie ein Stück Papier, was ich da drunter legen kann. Ich nehme jetzt hier einfach so ein Stück Restpapier, lege das da drunter, so, und versuche jetzt da mein Loch zu stanzen mit diesem Restpapier dazwischen als Verstärkung. So, seht ihr, so funktioniert es einwandfrei. Restpapier wieder ins Altpapier zurück. Und wir haben hier ein wunderbares Eingriffloch. So, genau. Und das sitzt in der Mitte, das Ganze. Und das wäre dann unser Paket. Unser Journal-Paket. Das wird ein kleines Journal. Und ich möchte daraus ein Halloween-Journal machen. Ich werde das alles zusammenbinden, verschiedene Bilder einkleben, verschiedene Themen, ein Pocket, ein Fenster. Das wird auch eine Pocket hier, da wird hier eine Pocket und vielleicht auch noch da. Und hier hinten wird etwas zum Herausklappen gestaltet. Ein Ausklappelement. So, okay. Ja, was meint ihr? Könnte man das so machen? Könnten wir das so haben? Ich denke schon, oder? Ich denke schon. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt kurzerhand hier einbinden und dann mache ich mich einfach an die Gestaltung. Oder ich nähe. Nein, ich nähe noch nicht. Ich überlege noch. Soll ich jetzt vorher schon einbinden oder nachher einbinden? Entscheidungen über Entscheidungen. Ich kann mich nicht entscheiden. Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich möchte ein kleines Halloween-Journal machen, weil das ist schwarz. Also das bietet sich geradezu an durch diesen schwarzen Umschlag. Ich habe mir ein paar Sachen ausgedruckt von meinen neuen Halloween-Papieren. Da haben wir einmal die niedlichen Monster. Da habe ich eine Seite von ausgedruckt. Das sind natürlich noch mehr Seiten im Set drin. Dann habe ich mir eine Seite der Hexenporträts ausgedruckt, die ich vielleicht hier verwenden möchte. Da sind natürlich auch noch mehr im Original-Set. Eine Seite von Puppenspiele, das sind so kleine Voodoo-Püppchen, Halloween-Figuren. Auch eine Seite von, ich glaube, 8. Dann habe ich mir einmal diese Journal-Seiten ausgedruckt aus Der Spuk beginnt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die verwende, aber ich werde sie mit Sicherheit irgendwie zerteilen. Dann habe ich eine Seite aus Der kleine Horrorladen ausgedruckt, was ich irgendwie auch ganz schön finde. Und dann habe ich mir noch eine Seite der buckligen Verwandtschaft ausgedruckt. Also diese etwas gruselig anmutende Gesellschaft hier, die sich wahrscheinlich niemand freiwillig zum Kaffeeklatsch einladen würde, die aber perfekt für Halloween sind. Die möchte ich verwenden und vielleicht auch noch ein bisschen schwarzes oder oranges Papier. Das werde ich mir jetzt kurz zusammensuchen, dann geht es weiter. So, jetzt habe ich alles beieinander, was ich brauche. Meine Umschläge, meine Papiere. Ich schneide mal alle Kärtchen grob aus, denn ich möchte gleich am Titel eins dieser Kärtchen einfügen. Diese gruselige Familie zum Beispiel. Aber so ganz happy bin ich mit der jetzt noch nicht. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Skelett aussieht. Ja, okay. Mhm. Auch nicht schlecht, aber ich entscheide mich letztlich doch für diese zwei super süßen, unschuldigen Kinder mit dem gruseligen Teddybär. Oder ist es der kleine Bruder? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall schaut es ziemlich scheußlich aus. So, ich nehme noch zwei anthrazitfarbene Tonkartonblätter und jetzt geht es auch schon los mit dem Aufkleben. Das erspare ich euch natürlich in der Gänze, weil das wäre urlangweilig. Ich klebe aber alle ausgeschnittenen Kärtchen von diesen Kabinettkarten und vom, was habe ich noch, von den Puppenspiele-Kärtchen mit den kleinen Voodoo-Püppchen
Genau, da seht ihr es jetzt. Die klebe ich auch alle grob auf. Also ich habe die grob ausgeschnitten und klebe sie jetzt auf diesen Tonkarton. So wäre es richtig. Und es reicht sogar noch für eine zweite Seite. Ja, und dann habe ich alles fertig. Jetzt lasse ich das trocknen und gehe mal weiter mit meinem Journal, mit meinem Umschlag-Journal. Ich möchte alle Seiten, die jetzt weiß und hässlich sind, mit alten Buchseiten bekleben. Davon habe ich nämlich unendlich viele. Und auch hinter dieses Fenster, also in diese Tasche, die da ganz am Anfang ist, möchte ich ein Stück alte Buchseite kleben. Und damit ich das nicht abschneiden muss, klebe ich das einfach nach hinten um. Das stabilisiert dann auch noch ein bisschen die Kante und ist insofern, glaube ich, eine ganz praktische Sache. Ja, gleich mal alles mit Klebestift gemacht, was vielleicht heute keine so gute Idee war, denn es ist ein unfassbar heißer Tag heute. Ich traue mich überhaupt nicht raus. Es hat zwar schon geregnet, tatsächlich hat es einen kurzen, schnellen Schauer gegeben, aber das hat nur bewirkt, dass es jetzt immer noch über 30 Grad hat und dazu die Luftfeuchtigkeit bei, ich weiß nicht, wie viel Prozent liegt, aber kurz vor Sättigung, glaube ich. Es ist unfassbar heiß. Ich traue mich nicht raus. Ich schwitze, obwohl ich nur da sitze und mich überhaupt nicht bewege, steht mir der Schweiß auf der Oberlippe. Furchtbar. Also es ist zu viel. Ich mag Sommer, aber das ist wirklich zu viel. Okay, genug gejammert. Wir haben immerhin das Glück, dass wir keine Trockenheit haben und bei uns ist alles grün. Also ich darf mich wirklich nicht beschweren. So, jetzt geht's weiter. Ich schnappe mir jetzt einen Umschlag nach dem anderen, einfach so der Reihe nach, wie sie auftauchen und überlege mir, wie ich die verziere. Diese Umschlagklappe möchte ich jetzt mit einem orange glitzernden Papier verzieren. Das seht ihr jetzt da gerade kurz. Und dann geht es weiter mit der Innenseite. Da kommt natürlich wieder Buchseite drauf. Kleben wir gleich mal. Ich nehme zum Kleben immer eine Kunststoffunterlage, damit ich mir meine Seiten nicht einsaue und dann klebe ich erst. Wie gesagt, das mit dem Klebestift ist vielleicht heute nicht die allerbeste Idee. Ich weiß nicht, ob der überhaupt trocknet, aber ja gut. Wir werden es sehen. So, da schneide ich jetzt ein bisschen die Ecken ab, weil ich dieses überstehende Stück in den Umschlag hineinschieben möchte. Wird natürlich auch ein bisschen festgeklebt. So, jetzt seht ihr es da unter die Ecken drunter stopfen und fertig. Jetzt wieder umknicken. Und jetzt haben wir dieses erste Stück schon mal fertig geklebt. Dann geht es natürlich weiter mit dem nächsten Umschlag. Und da klebe ich einfach wieder Schnipsel drauf und schneide dann am Rand alles gerade ab. Dann wieder falten in die ursprüngliche Form, noch ein paar Schnipsel wegschneiden oder wegreißen und dann passt es auch schon. So, da haben wir das erste Fensterchen schon mal vollständig versorgt. Die graue Seite darf einfach bleiben, da habe ich nichts dagegen. Und die Innenseite vom beigefarbenen Umschlag bekommt natürlich auch ein Futter aus alter Buchseite. Ja, einfach so über Eck hineingeklebt. Ja, nochmal ein bisschen nachkleben. Wahrscheinlich muss ich sowieso einige Dinge nochmal nachkleben bei diesem Mini-Journal, weil, wie gesagt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht für Klebestift geeignet waren. Aber ich wollte es einfach schnell haben, wie immer. Ja? Ich bin ungeduldig. Ja, dann kommt auch schon die nächste Seite. Da ist auch wieder ein Fenster drin. Da machen wir genau das Gleiche. Das wird jetzt rundherum beklebt mit alter Buchseite. Ich habe genügend Schnipsel und da sind wir auch schon am Ende angekommen. Alles beklebt, rundherum abschneiden, falten, also in die ursprüngliche Form zurückfalten, nochmal glatt streichen über die Kante. Es kann sein, dass sich da nochmal so das ein oder andere Schnipselchen hochstellt, aber das macht überhaupt nichts. So, wieder rein in das Mini-Journal und dann gleich den nächsten Umschlag. Da habe ich jetzt die verrückte Idee, dieses Mach mich auf zu erhalten und klebe jetzt einfach drumherum meine Buchstipsel auf. Wie ihr seht, lasse ich immer das Fenster frei, aber ich gebe mir keine Mühe, einen geraden Rand zu haben. Und ich mag diese ganzen abgerissenen, krumpeligen, krummen Dinger ganz gerne. Ja, jetzt haben wir dieses weiße Etwas, das eine Tasche werden soll.
Da möchte ich jetzt wieder dieses orange Glitzerpapier drauf haben. Das klebe ich jetzt mit doppeltem Klebeband. Ich bin ungeduldig und das geht schnell. Und dieses Glitzerpapier kann man nicht mit Klebestift aufkleben, denn diese Rückseite, die ist irgendwie auch glänzend und beschichtet und da hält überhaupt kein Klebstoff drauf. Deswegen doppeltes Klebeband. Jetzt klebe ich dann auch gleich diese Tasche zu, ebenfalls mit doppeltem Klebeband, weil es soll heute schnell gehen. Denn ich bin eigentlich überhaupt nicht in Halloween-Stimmung. Wenn ich mir das Wetter draußen anschaue, dann, ja, dann kocht mir das Gehirn weg. Es ist unglaublich. Ich weiß, dass das nicht in jeder Gegend ist. Es gibt auch Gegenden in Europa, in denen ist es kühler. Es gibt Gegenden, in denen ist es trockener. Es gibt Gegenden, in denen ist es noch heißer. Ja, also Leute, wir leiden alle unter diesem Sommer. So, die Tasche ist fertig. Jetzt haben wir da wieder so eine komische weiße Rückseite. Und da möchte ich jetzt ein Dekopapier aufkleben aus dem Papierset, der Spuk beginnt. Und da möchte ich dieses Stück mit dem kleinen Gespenst haben. Rum und herum möchte ich etwas Buchseite kleben. Und dann schneide ich noch die weißen Ränder weg, oder beziehungsweise ich reiße die weißen Ränder weg von der Journal-Seite. Denn die mag ich natürlich nicht haben. Ja, da habe ich ein bisschen zerrupft die Ecke, aber macht nichts, egal. Und noch das letzte Stück. So, da haben wir das schon. Genau, das kommt jetzt dort auf diese Seite. So, dass oben, unten und an der linken Seite etwas Buchseite hervorschaut. Und schon ist es aufgeklebt. Ich falte wieder in die ursprüngliche Form zurück und schneide das überstehende Papier ab, aber ich schneide es diesmal mit Überstand ab. Ja, und dann klebe ich diesen Überstand um, was eigentlich eine gute Idee ist und Stabilität in die ganze Sache bringt, aber ja, es hat jetzt auch wieder dieses Mach mich auf überklebt, was nun wieder suboptimal ist. Aber damit beschäftige ich mich später. Jetzt geht es erstmal weiter. Mit der nächsten Seite, dieser Umschlag ist okay, aber da muss ich die Pocket noch festkleben. Mache ich auch wieder mit doppeltem Klebeband. Fertig. So, und dann haben wir hier eine weiße Rückseite. Das kann natürlich so nicht bleiben. Also wieder raus damit. Und schon geht's weiter. Ja, dieses restliche Stück von Papier möchte ich gerne aufkleben, aber drumherum soll man natürlich nichts Weißes sehen. Deswegen klebe ich wieder Buchseite auf. Und dann kommt dieses schmale Streifchen noch auf die verbleibende weiße Stelle. Ja, wunderbar. Gefällt mir recht gut. Ich falte wieder alles in Form und denke, ja, das passt alles super. So, jetzt sind wir schon beinahe mit der Beklebung der weißen Flächen am Ende angelangt. Ja, da überlege ich mir jetzt tatsächlich, nee, das gefällt mir jetzt so überhaupt nicht mehr und ich kann es ja auch gar nicht mehr richtig lesen. Deswegen klebe ich da jetzt auch einfach ein Stück Buchseite drauf. Ganz kurzerhand, schnell entschlossen, keine langen Überlegungen. So, und jetzt haben wir noch diesen letzten Umschlag. Das war mal der quadratische Umschlag. Da soll jetzt auch noch etwas drauf, nämlich die zweite Hälfte von der Deko-Seite aus dem Set, der Spuk beginnt. Ich markiere mir jetzt da die Eckpunkte, das kann man nämlich fühlen, wo der Umschlag unten drunter seine Öffnung hat. Und genau diese Öffnung, die schneide ich jetzt aus. Stelle aber fest, dass da noch ein paar Ecken weiß hervorschauen, da klebe ich jetzt Buchseite drauf. Dann sehe ich, da schaut immer noch was weiß hervor. Das heißt, da muss noch ein bisschen Buchseite hin und das kommt jetzt, zack, einfach hingeklebt. Und jetzt natürlich die Deko-Seite. Machen wir wieder ordentlich Kleber drauf, feststreichen, wunderbar. Da schneide ich die Ecken ein bisschen rund ab und klebe nochmal nach, denn das hat sich etwas gelöst. Und auf der anderen Seite natürlich ganz genauso. So, ich streiche nochmal alles fest mit meinem Falzbein und jetzt falte ich den Umschlag wieder in der Mitte und fahre mit dem Falzbein in diese Kante rein, also in diesen Knick rein, damit es wirklich gut liegt. Schau, dass es ziemlich gerade ist
So, und jetzt haben wir noch die Rückseite von dem Umschlag. Die sieht man da ja auch. Dann nehme ich jetzt die Deko-Seite aus dem Set Der kleine Horrorladen. Und dann möchte ich einen Teil davon einfach auf diese Rückseite aufkleben. Und zwar den Teil, wo die 31 steht. Das ist sicher die Hausnummer des kleinen Horrorladens. Dieses Papier ist auch sehr gut geeignet, um es einfach auszudrucken und als Bild an die Wand zu hängen. Wenn ihr eine Halloween-Deko braucht oder so, oder auf eine Halloween-Party geht, könntet ihr daraus Karten basteln oder auch einfach eine Dekoration oder ein schönes Geschenk, ein Mitbringsel. Gut, ja, ich stecke wieder alles zusammen, schaue, ob es passt. Ich brauche noch ein Porträt, entscheide mich für dieses und werde jetzt hinten die Werbung überkleben, die man da sieht. Denn die möchte ich natürlich nicht. Das ist suboptimal, wenn so eine Werbung hervorschaut. Aber mit einem Porträt hinten passt das sicher ganz gut. Ja, da unten ist ein weißer Strich, aber den lasse ich jetzt so, als ob er dazugehören würde. Gefällt mir soweit ganz gut. Und das sieht auch schon ziemlich cool aus. So, jetzt habe ich meine Kärtchen, die sind inzwischen getrocknet und jetzt habe ich sie alle ausgeschnitten. Und jetzt schaue ich, was da vorne hinein kann. Da haben wir ja diese Kinder, die sind da drin. Was machen wir denn da vorne? Eine kleine Tasche könnten wir noch aufkleben. Die ist nicht richtig rechtwinklig, schneiden wir kurz zurecht. Und schon sitzt sie da und dann kommt auch noch ein Kärtchen rein. Aber das Kärtchen ist noch viel zu blank, deswegen brauche ich noch Black Suit und distresse die Kanten ein bisschen. Das habe ich ja mit dem kleinen Journalchen auch schon gemacht. Die Umschläge und die weißen, ehemals weißen Kanten sind alle schon distressed. So, hier klebe ich jetzt einen kleinen Tagspot auf. Als nächstes kommt wieder ein Bild, das durchs Fenster schauen soll. Nein, das geht nicht, der ist viel zu normal. Da brauchen wir was anderes. Das ist viel, viel besser. Also klebe ich das mit mattem Klebeband einfach dort fest. Ja, perfekt. Sehr schön unheimlich. Rundherum ein bisschen distressen. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, ich brauche noch ein Porträt. Und entscheide mich für dieses Hexenporträt. Das kommt dort unten auf die freie Stelle. Wieder mit Klebestift, ganz einfach. Und die Kanten ein bisschen einfärben mit Schwarz. Dann habe ich ja noch diese Taschen und die möchte ich auch verwenden. Die waren auf dem Blatt. Eine Tasche habe ich mir leider versaut, da habe ich mir nämlich Kaffee drauf gekleckert. Deswegen habe ich die ein bisschen abgeschnitten jetzt und etwas verkleinert. Und habe sie mit doppeltem Klebeband aufgeklebt. Und da kommen jetzt zwei kleine Kärtchen rein, aber vorher distresse ich noch ein bisschen die Kante. Zack, und schon haben wir die Kärtchen drin. Und jetzt kommt das nächste Porträt. Also Hexenporträts gehen gut in diesem kleinen Mini-Envelope-Journal. Dieses Porträt klebe ich erstmal auf eine alte Buchseite und reiße rundherum grob aus. Und diesmal entscheide ich mich, mit gutem Kleber zu kleben. So, da haben wir wieder ein Fenster. Da soll jetzt diesmal dieses kleine Voodoo-Püppchen rausschauen. Das klebe ich wieder mit mattem Klebeband auf. So, und hier möchte gerne dieses Püppchen rausschauen. Aber das ist alleine ein bisschen zu wenig für diese große Tasche. Deswegen überlege ich mir, dass ich dort auch noch ein Blatt einstecken werde, auf dem man dann schreiben kann. Denn so etwas ist ja fast noch gar nicht in diesem Journal enthalten. Also die Karten natürlich, auf denen kann man schon schreiben, mit einem weißen Stift zum Beispiel. So, jetzt gibt es da auch noch einen Notizzettel drin. Und das kleine Püppchen. Da haben wir wieder ein Fenster, das ist perfekt, da schaut das Gespenst hervor. Und in die kleine Pocket hinten kommt jetzt auch noch eine Tasche. Das ist jetzt schon fast die letzte Tasche, die ich habe. Aber ich habe noch zwei Karten. Deswegen kommt dann diese Seite. Da ist ja alles noch leer und frei. Da muss unbedingt noch eins dieser gruseligen Bilder, diese bucklige Verwandtschaft, Kabinettkarte muss dahin.
wieder mit doppelten, nein, nicht mit doppelten, mit mattem Klebeband eingeklebt. Ja, meine Finger sind eigentlich schon total schwarz von Black Soot. Das ist wirklich furchtbar. Aber in dem Journal macht es nichts, wenn andere Sachen noch Flecken bekommen. Ist total in Ordnung. Die letzte Karte möchte ich in den Umschlag stecken und ich habe sie ein bisschen kleiner geschnitten, damit sie hineinpasst. Also schaut dort das Skelett heraus. So, jetzt haben wir da noch eine weiße Seite, die natürlich so nicht bleiben kann. Und ich nehme den Rest vom kleinen Horrorladen und beschließe, die weiße Seite damit zu bekleben. Das mache ich der Einfachheit halber jetzt mit doppeltem Klebeband. Positionieren, festdrücken, anreiben und dann kann man rundherum schon abschneiden. So, jetzt ist das auch fertig. Ich hänge alles wieder zusammen. Das ist soweit fertig. Und ganz hinten hätte ich jetzt gerne noch diese Tasche. Die muss ich jetzt auch ein bisschen kleiner schneiden, denn sie ist zu breit für dieses schmale Journalchen. Und ich schneide einfach alle Teile ein bisschen schmaler. Das ist ja überhaupt kein Problem. Doppeltes Klebeband hin. Und schon geht's los in die Ecke. Einmal noch fest anstreichen. Ja, Kante noch ein bisschen distressen, das habe ich noch vergessen gehabt. So, und jetzt hätte ich gerne noch ein Kärtchen von den niedlichen Monstern. Ich habe mich für dieses schwarze Monster entschieden. Klebe das auf eine alte Buchseite, damit es ein bisschen stabiler wird und eine schöne Rückseite bekommt. Weiß geht ja gar nicht. Und dann schneide ich es aus, distresse es ein bisschen rundherum. Und schon kann es in die Tasche wandern. Ja, ist ein niedliches Monster. Und dann habe ich ja noch diesen Rest vom kleinen Horrorladenpapier. Und ich beschließe, da auch noch etwas draus zu machen, auf dem man schreiben kann. Nämlich auf der Rückseite, die ist ja weiß. Aber sie soll nicht so weiß bleiben. Ich schmuddle sie jetzt erstmal ein bisschen ein mit Black Soot. Dann falte ich sie, distresse die gefaltete Kante und falte sie dann in die andere Richtung. Ja, so geht es nicht. Also richtig auffalten, nochmal in die andere Richtung falten und wieder die Kante etwas distressen. Und dann kommt das Ganze in diese Tasche rein. So, dann kann man das Monster dahinter oder davor einstecken, wie man will. Und dann ist die ganze Sache im Grunde auch schon fertig. Thank you.
meine Lieben, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch Lust, ein kleines Envelope Journal zu bauen. Ich habe euch alles Nennenswerte unten in der Infobox verlinkt. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss.